Hallo Leute, das ist mein Kanal Aktien 77 und ich berichte heute über Kultaktien, welche ich persönlich top finde und geil sind und Rendite bringen. So, erste Kultaktie, womit ich anfange, ist natürlich VW, die Kultaktie überhaupt. Hat die Börse gesprengt, damals ist sie beinahe pleite gegangen, hat Aktien verkauft und ist wieder hochgestiegen und verkauft heute Top-Autos. Ich will mal so sagen, diese Autos werden sich auch später verkaufen wegen halt Elektroautos, was wird sich auf dem Markt verbreiten, in Asien, in Amerika Pflicht und wahrscheinlich auch in Europa Pflicht. Ich finde, VW ist eine Top-Kult-Aktie und hat sich in den Medien breit gemacht und wird sich auch dann später noch rendieren. So, nächste Aktie, zu denen ich komme, welche ich persönlich Kult finde, ist natürlich die Hanf-Aktie. Ich habe in meiner Jugend viel gekifft und Hanf rendiert sich heute, weil CBD legal ist. Es macht glücklich und füllt die Brieftasche, also es macht doppelt glücklich. Deswegen ist Hanf, finde ich, eine Kultaktie. Ja, und wie gesagt, es gibt CBD-Produkte. Ärzte sagen, es ist ein medizinisches Wunder. Es gibt mehrere Leute, die sagen, das ist ein Wunder, eine Wunderpflanze und ich finde das auch. Und daher finde ich einfach, Hanf gehört zur Kultaktie dazu. Komme ich zur nächsten Kultaktie, das ist Nike. Nike hat als an die Börse gegangen, ist aufgestiegen, verkauft heute Topware. Also ich meine, es gehört für einen Menschen dazu, ich glaube, in den Klamotten und Luxus zu investieren, weil ich einfach finde, Luxus muss sein und man muss sich wohl in seinen Körper fühlen und wohl in seiner Haut und deswegen investiert bitte in Nike und so. Desto besser, desto mehr die Rendite die machen oder desto mehr sie selber Geld machen, desto besser werden die Klamotten davon. Und ich muss mal ehrlich sagen, meine Nike-Schuhe lassen sich echt angenehm tragen, ja. Und ja, ich muss sagen, so Nike hat insgesamt, seitdem sie an die Börse gegangen sind, über 600% Gewinn gemacht und machen im Jahr 20% Gewinn. Also ich meine, wer es will und Kultaktien kaufen will und sich selber auch Gefallen tut und so, kauft Nike-Aktien, eine geile Marke, ist cool. Ja, die nächste Aktie, die ich Kult finde, ist natürlich Amazon. Also Amazon ist 2011 an die Börse gegangen, ist top aufgestiegen von 140 Euro auf 2000 Euro oder 2800 Euro jetzt. Man muss wissen, wann man die Aktie kauft, weil es ist einfach, nach dem Lockdown wird sie ein bisschen in den Keller gehen, aber sie wird sich rendieren weiterhin. So, ich würde sie kaufen, weiß ich nicht, wann ich sie kaufen würde, aber so, sie wird ein bisschen in den Keller gehen. Man muss halt danach kaufen oder halt schlau genug gewesen sein, um sie davor zu kaufen. Aber Amazon wird sie natürlich auch in Zukunft rendieren. Keiner hat Bock, einkaufen zu gehen oder so, mit einem Einkaufswagen loszuziehen und seinen Einkaufswagen zu schleppen und so. Amazon, finde ich, ist einfach und gehört jetzt schon zur Kultaktie dazu. Das ist einfach auch. Amazon soll auch später noch im Bitcoin dazukommen und deswegen finde ich die Marke, also das, alleine schon deswegen finde ich Amazon top und alleine auch, weil Amazon über Internet Sachen anbietet. Das ist einfach nur geil und schick und finde ich gut. Und was ich auch noch sagen will, ist, ja, dann gibt es so MSCI-Aktien, die finde ich eigentlich auch ziemlich gut, aber ich komme auf einzelne Aktien wie YouTube und Netflix und ich wundere mich ein bisschen, warum Netflix so hoch gestiegen ist. Also, ich glaube nicht, dass es an Lockdown liegt oder so. Ich glaube einfach, es gibt Zungen, die behaupten, es gibt bald das Skynet. Das ist alles zusammen: Fernsehen, Internet und hast du nicht gesehen. So. Und alles, alles, alles so. Und deswegen bündelt sich das. Und ich glaube, daher werden die wohl auch ziemlich gut Profit machen. So, und ja, was ist noch eine coole Aktie? Ich finde, Bitcoin ist eine Währung. Da ist, ja, die hat sich rendiert und die ist von 200 Euro auf 38.000 Euro gegangen, auf 48.000 Euro mittlerweile. Und die soll auch in Zukunft 38 Millionen oder so bringen. Wer weiß, wer weiß. Also ich glaube schon so, weil viele Firmen in gewissen Staaten gewisse Länder kaufen und da produzieren angeblich oder was weiß ich. Und das rendiert sich. Und weil sie keine Steuern zahlen müssen. Und wer will schon gerne Steuern zahlen? Also ich meine, so keiner will gerne Steuern zahlen, ja. Wer will nicht gerne seine eigenen Preise festlegen? Wer will nicht selbstständig sein? Sagen wir es mal so. Wer will nicht gerne selbstständig auf eigenen Füßen stehen, ja? Und das hat Bitcoin geschafft. Davon haben Millionen Leute geträumt. Oder alle Welt hat davon geträumt, was weiß ich. Und Bitcoin hat es halt geschafft. So, und
Weil ich jetzt, ja, würde ich mal sagen, weil ich jetzt meine Kurt-Aktien vorgestellt habe. Und wenn ihr dieses Thema auch top findet, lasst mir einen Daumen nach oben bitte da. Und ja, oder abonniert meinen Kanal, ist beides gut, könnt ihr beides machen. Meine Website und meine Facebook-Seite und meine Instagram-Seite, die findet ihr übrigens auf meine, findet ihr oben rechts. Die ist in meinem Kanal. Also wenn ihr